bei Tennos. Nach stundenlangen Farmen kann ich euch nun endlich die ganzen Parasol-Mods einmal vorstellen, denn da sind gerade nach dem Update schon echt richtig gute und starke mit dabei gekommen, die in vielen Builds ziemlich hilfreich sein könnten, und deswegen möchte ich euch die hier nicht vorenthalten und ich zeige euch die auch sofort hier im Codex, denn da könnt ihr nämlich gleich unten schauen, wo man die auch farmen kann. Dann brauche ich das nicht noch extra alles zu erklären. Da gehen wir mal eben hier auf Mods und dann hier auf Parason, und ihr seht jetzt, wenn ich hier auf die Mod drauf gehe, seht ihr hier unten links direkt, wo ihr die dann herkriegt, bei welchem Gegner. Und wir gehen jetzt mal hier alle eben schnell durch. Da haben wir dann hier aus den Augenblende bei einem Gnadenstoß Gegner innerhalb von 18 Metern. Dann haben wir Blut für Energie, 50%ige Chance, eine Energiekugel nach einem Gnadenstoß zu erzeugen. Blut für Leben, eine 100%ige Chance, eine Gesundheitskugel nach einem Gnadenstoß zu erzeugen. Dann Blut für Munition. Gnadenstöße füllen die Magazine der Primär- und Sekundärwaffe um 100% wieder auf. Ja, und jetzt kommen wir gleich wirklich noch zu ein paar Highlights. So, dann geht es weiter mit Firewall. Reduziert Schaden beim Hacken um 75%. Generalschlüssel schließt nach dem Hacken 5 Spinde innerhalb von 20 Metern auf. Kaltstart. Da ist eine der auf jeden Fall richtig guten, wie ich finde. Also Kaltstart. Führe 3 Gnadenstöße innerhalb von 40 Sekunden durch, um einen gefallenen Wächter oder Begleiter wieder zu beleben. Also die Mod ist auf jeden Fall schon richtig nice. Und ja, dann kommt hier die zweite Mega-Mod direkt. Kraftentzug. Eine 100%ige Chance, dass die nächste Fähigkeit bei Anwendung plus 50% Fähigkeiten stärker hat. Also da haben die schon echt gute Parasol-Mods mit reingepackt, um einfach sich auch wahrscheinlich besser damit vertraut zu machen. Dann geht es weiter mit schnelle Flucht, 60%ige Parcoursgeschwindigkeit nach einem Gnadenstoß für 15 Sekunden. Schädlicher Code, 50%ige Chance, dass Feinde innerhalb von 15 Metern vor Furcht für 8 Sekunden kauern. Unauffindbar, 15 Sekunden Unsichtbarkeit nach dem Hacken. Unter Strom, setzt beim Hacken Gegner innerhalb von 20 Metern unter Strom. Audio-Hack, 30%ige Chance, den Hack automatisch abzuschließen. Dann haben wir noch Absicherung, 50%ige Chance, Hacken bei Fehlschlag zu wiederholen. Laufzeit, 75% Sprintgeschwindigkeit für 15 Sekunden nach dem Hacken. Dann haben wir noch Eindringling plus 8 Sekunden beim Hacken. Und zu guter Letzt haben wir hier noch schnelle Gnade, Geschwindigkeit von Gnadenstößen erhöht um 50%. Ja, also da muss man ehrlich sagen, also nochmal für die, die vielleicht noch nicht ganz wissen, man kann insgesamt immer 3 Parasol-Mods ausgerüstet haben und die sind dann auch alle 3 sofort aktiv, die Mods, je nach, ja, wenn man hier dann auch den Gnadenstoß macht. Und ja, wie gesagt, hier nochmal mit Kaltstart und Kraftentzug, die beiden hier auf jeden Fall, denke ich mal, Must-Have, den man mit dem Parasol mit drin haben sollte, aber auch die anderen kann man mit Sicherheit gut kombinieren in einigen Builds. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Habt viel Erfolg dabei, euch die zu erfahren. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann.